10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heil Hitler! Frohes Neues! Hinnes! Ja, Münstasi hier ist willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Coincast tatsächlich. Mit dabei ist der liebe Gex. Warum wird mit mir angefangen? Wenn du Hurensohn bist. Der liebe Kuru. Mhm. Der Lukiji. Was geht? Und der Skreta. Was denn? Was denn? Also sag mal, komme ich auch mal dran oder nicht so? Und der liebe Skreta ist auch dabei. Hallo, ich bin der Wurm, aber ihr könnt mich auch Gott nennen. Ja. Okay. Das hat er sich vorher aufgeschrieben. Aber hallo. Hat er nicht. Nein. Okay, worüber reden wir heute eigentlich? Das muss ich ja noch unbedingt sagen, sonst fängt Lukiji an zu weinen. Das will ich ja auch nicht. Lukiji nicht weinen, aber ich muss. Warum? Meine Audio geht 7 Minuten 30. Wen interessiert das? Denkst du, das juckt jemanden? Wow. Na, okay. Nee, okay, nein. Also passt auf, wir reden über, ob Mario All-Stars 2 denn so viel Sinn macht, Racing. Weil noch kein anderer darüber geredet hat. Ach, und warte. Wir müssen auf jeden Fall darüber reden. Wäre das jetzt ein Podcast? Ich dachte, wir spielen Mario Kart zusammen. Hä? Ich dachte, wir spielen jetzt Smash. Ich dachte, wir machen jetzt einen Livestream. Fortnite. Ja, Mario All-Stars 2. Was ist denn das eigentlich? Jetzt ist ja in allem Munde heute. Bitte, wer? Ja. Genau, okay. Was? Den Joke werde ich jetzt nicht verkneifen. Ich weiß ganz genau, was du sagen willst. Und ich kann es absolut bejahen. Okay. Der Podcast ist so. Alex Stöhner ein. Gut, okay. Mario All-Stars 2. Was die Theorie oder die Leaks lauten, okay. Ja, ey, Brodingos, der Miyamoto, der hat mal auf sein Klo ein bisschen zu laut seine Pläne erzählt. Und ja. Dann hat Reggie irgendwie einen 30er-Move gemacht und hat sich auf Fortune angemeldet und alles preisgegeben. Und zwar soll irgendwie quasi so im Sinne von, habt ihr bestimmt alle schon mitbekommen, ne? Naja. Dass irgendwie die beliebtesten Mario 3D-Jump'n'Runs, also 3D-Jump'n'Runs, wieder auf die Switch kommen sollen als Mario All-Stars 2. Da ist natürlich die Frage, wie würde man das sowas tun? Was kommt da drauf? Und wie schmeckt eigentlich ein Miyamoto zwischen zwei Sandwiches? Ja, das frage ich mich. Gut. Ich kann nachts nicht einschlafen wegen dieser Frage. So fangen wir mal mit Akt 1 an. Von Sand geklaut, von Sand gebeitet. Wieder weg. Wem wäre Sand? Wer ist Sand? Ja. Wer fängt denn jetzt an? Ich bin jetzt. Tschüss. Tschüss, Coinblock. So, Leute, also Coinblock. Coinblock hat sich soeben verabschiedet, der ist jetzt im Nebenraum und jetzt machen wir den Podcast hier. Hurensohn, Fotze, Bastard. Genau. Schwätzer. Er kann viel aber machen. Okay, wenn Conny jetzt raus ist, dann lass uns mal über lustige Themen reden, hey. Aha, interessant. Gut, Mario All-Stars 2. Lukiji, du fängst an. Ich spiele Mario gar nicht. Ich bin nur Call of Duty oder GTA. Gar nicht. Dieser Podcast wird so weird, Alter. Aber komm, man, die Leute hören sich den trotzdem an. Wir müssen ja den letzten Coincast überbieten, ne? Das ist ja wichtig. Ich glaube, der ist jetzt schon überboten. Naja. Okay, dann beginne ich einfach, ja? Okay, mach. Okay. Wäre eine tolle Sache. Also ich wäre absolut dabei. Ich würde es absolut feiern. Also ich glaube, das würde jeder feiern. Ich glaube nicht, dass da jemand sitzt und denkt sich, was? Mario All-Stars 2, seid ihr behindert, Nintendo? Was? Das Ding ist, mir tut da irgendwie Nintendo so ein bisschen sogar leid, immer wenn ich so drüber nachdenke. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich denke mir immer so, das ist ja preis-leistungstechnisch, stimmt das ja so korrekt? Also ist ja so korrekt so, dass das, ne? Ja. Na, ob sich da Nintendo noch über Wasser halten kann? Ich meine, dieser Puffer, die brauchen ja diesen Puffer von wegen Mario Remakes. Ja. Ne? So denke ich immer, aber ich würde es ja absolut feiern. Also ich meine, wenn die jetzt irgendwie vier Spiele oder sowas
zum Preis von einem jetzt zum Beispiel halt das verkaufen, so dieses Paket, ne? Ich meine, wie sollen die sich denn dann noch finanzieren? Ja, Nintendo wird zugrunde gehen dann. Also das Ding ist halt, ne, ich finde es natürlich absolut lustig, wenn sie einfach so einen richtigen ekelhaften machen, wie in der Wii-Zeit und bringen einfach Mario All-Stars von SNES einfach wieder auf die Wii als CD. Weißt du, dieses Mario All-Stars Wii-Verschnitt da, was einfach die SNES-Version war. Das wäre total lustig. So, guck mal, Mario All-Stars. Für die Switch. Das Ding ist, die andere Publisher wie, keine Ahnung, Activision oder sowas, ne, Crash und so, direkt eine Trilogie, Spyro, direkt eine Trilogie, denk mir da auch so, Alter, what the fuck, das hätte ich ja niemals so gemacht, aber maximale Ehre. Apropos, wenn wir schon darüber reden, Spyro und Crash sind ja beides dann ja auch Remakes, nicht nur eine Trilogie, ne, sondern es sind ja auch Remakes dann dadurch auch gemacht, ne. Denkt ihr, dass Nintendo, wenn die denn so ein All-Stars machen würden, All-Stars 2, dass sie das eher als Remakes rausbringen, also Mario 64 in zum Beispiel Odyssey-Grafik, Mario Sunshine ungefähr so, also so in neuer Grafik oder einfach also nur... Also ich denke mal, das ist sehr unwahrscheinlich eigentlich, gerade weil die ja jetzt auch, also ich meine, guckt euch mal NES, diesen Online-Service NES-Zeug da an, das haben die auch nicht alles geremaked, und wenn die das machen würden, das wäre ja komplett bescheuert, die würden ja Jahre dafür brauchen. Wenn die zum Beispiel Mario Odyssey-Grafik. Das wird gar nicht mal so lang dauern. Also, ja, wie gesagt, ich kann da direkt auch wieder ein Beispiel bringen wie Crash oder Spyro, das haben die ja auch gut hinbekommen. Ja. Ja, das Ding ist, aber wenn sie jetzt Mario 64 oder so jetzt wirklich in diese All-Stars-Version remaken würden, dann würden sie es, glaube ich, als einzelne Spiele vermarkten. Eben, aber nur weil es Nintendo ist. Andere Leute hätten es anders gemacht. Und das ist ja das Traurige, aber ich kann es nachvollziehen. Ich stelle mir immer Firmen, also große Unternehmen oder so, stelle ich mir immer als Personen vor, die so irgendwie einen eigenen Charakter haben. Stimmt, Nintendo würde das einzeln verkaufen und EA würde Teil 1 Mario 64 und Teil 2 verkaufen. Ich glaube, David meinte das jetzt eher im Sinne von Spyro und Crash, dass die halt eine Trilogie direkt raushauen. Nintendo packt es aber in einzelne Spiele. Ja. Genau. Also das Ding ist, ich finde es folgendes. Ich find's immer noch cool, wenn Nintendo jetzt wirklich so komplett all in mit diesem, keine Ahnung, Virtual Console System auf der Switch jetzt gehen würden, sodass man da jetzt auch einfach N64-Games auch zocken kann, neben NES-Games oder, keine Ahnung, GameCube-Games. Junge, wie nice wäre das einfach, wenn man so eine Free-Bibliothek auf der Switch hat und man dann sich das einfach alles so halt gönnen kann. Und so, finde ich, könnte man das auch regeln mit Mario 64 und Sunshine und so. Eben. Ich würde es absolut weird finden, wenn Nintendo einfach sagt, yo, für das krasse, was wäre das für ein Jubiläum? Das 35. glaube ich, ne? Ey, komm, wir hauen einfach Mario 64, was es auf allen Konsolen schon gibt, wieder auf die Switch, aber als Spiel mit Sunshine und Galaxy 1 und 2. Ich würde den Sinn nicht verstehen, weil, Alter, jeder hat die ROMs auf dem PC liegen. Warum würde man sich das Spiel dann kaufen wollen? Das macht keinen Sinn. Aber, ja, okay, es gibt viele, ich meine, Fans würden das kaufen, ich würde es mir wahrscheinlich auch kaufen. Ich auch, tatsächlich. Klar. Also ich meine, weil es gibt immer so Probleme mit ROMs, ich meine... Wenn du jetzt in einem Emulator spielst, ist es nie dasselbe, wenn du halt das jetzt wirklich an der richtigen Konsole erlebst. Dann lad sie auf der View-Runde, dann lad die Marvel sich auf der View-Runde. Das hat Delay. Das ja auch. Ne, ja, das hat Delay, gut. Es wird, sagen wir mal so, wenn es ein offizielles Game, kann niemals von einer ROM übertroffen werden. Von einer ROM oder von einem, keine Ahnung, auf der Wii U gespielt. Ja, absolut, natürlich. Natürlich. Ja, natürlich, aber ich meine jetzt keine offiziellen Spiele, die es schon gibt, so. Weißt du? Hä? Du kannst in Pokémon oder sowas kannst du vorspulen und irgendwelche Textboxen überspringen, was absolut nervt. Also, wäre eine ROM von Pokémon für mich. Beutelhafte. Ja. Okay. Maybe. Also mal abgesehen davon, dass ROMs durch die Hacking-Szene sowieso das eigentliche Spiel übertreffen. Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Newer Mario Bros. Games oder die ganzen Mario 60 Hacks von Case und sowas, die das ja einfach ja Mario... absolut nicht besser. Nee, die Mario 60 ja neu definieren. Die verändern das Spiel aufgrund. Sir Erdmann. Aha. Ja, okay. Stell dich mal einen Mario 64 Maker vor. jetzt mal Moment. Also, Moment. Wenn die das nicht remaken und halt einfach die Originalteile, also mit der Originalgrafik halt vielleicht aufpoliert oder so, in HD oder sowas, einfach keine Ahnung, die Switch bringen, in einer Cartridge,
ich würde es mir kaufen, klar, weil, ne, auf der Switch Mario 64 würde ich schon feiern. Aber es wird mich ja eigentlich überhaupt nicht jucken. Ja. Das wäre Mario Galaxy auf der Switch. Ich glaube, das wird mich am meisten interessieren. Ja. Weil das ist ja so gut wie, ne? Wenn das denn... Ist ja, also ganz im Ernst, Mario Galaxy auf der Switch, da kann ich gar nicht mich drauf halten. Weil die Sache ist, also ich habe es halt schon gespielt, ich habe eine Wii und ich habe beide Spiele. Erstmal deswegen. Und ich denke auch noch so, ja, keine Ahnung. Es ist... Mario Galaxy ist es nicht so ein Spiel mit so einer veralteten Grafik oder sowas, wo man sich jetzt denken würde, das braucht unbedingt ein Remake. Oder, ja, das ist halt einfach nur... Ja, in HD dann wahrscheinlich gemacht. Ich weiß, was du meinst. Ich meine, die Spiele wurden ja schon aufs Nvidia Shield geportet. Mit HD, 1080p und sowas, ne? Richtig FPS. Ich fände auch, also ich bin der Meinung, wenn man Alsters 2 macht, dann geht das nur, wenn man die Spiele remaked, in Anführungsstrichen. Du kannst nicht einfach die, keine Ahnung, auf die Cartridge in 64 rumschmeißen in der Sunshine-ISO. Finde ich jetzt ein bisschen fragwürdig, dann in 1080p hochskalieren. Das wird, ich meine, das wird gekauft, klar, aber ich fände den Mehrwert nicht. Warum soll ich denn, keine Ahnung, 50 Euro ausgeben dann für Spiele, die ich schon auf meinem PC habe? Wenn das ist dann so gestretched wie so ein Video. Ja, wahrscheinlich. Absolute geile Scheiße. Ne, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Spiele, wir haben ja eben gesagt, in Odyssey-Grafik, ne, das würde ich nicht. Ich würde denken, dass sie die Spiele so quasi, ich sag mal, remaken, wie sie auch wirklich das Spiel damals geplant haben. Weil wie Mario aussieht in der 64-Version und wie Mario heute aussieht, das ist ja ein großer Unterschied. Habt ihr mal diese Artworks von Zelda gesehen, von Zelda 1 und so und dann die Sprites im Spiel? Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, dass man das quasi wirklich genauso umbaut mit der heutigen Grafik, wie sie es damals geplant haben. Ich meine, Shigeru Miyamoto lebt ja noch, der kann da wahrscheinlich sagen, noch. Tut mir sehr leid. Zelda wäre ja so gruselig, hätten die das so umsetzen können, wie sie es geplant haben. Ne? Der stellt sich dann dahin und sagt, Wakarimasen Mario e das deska. Do demo kawaii des. Hast du mich genannt? Chin-Chin Saku-Saku. Skidayo. Nee, ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, wie man wirklich sagen könnte, okay, das wird dann auch gekauft, da gibt es einen Kaufgrund. Aber das einfach hoch zu skalieren, das kann ich auch hier an meinem PC. Trotzdem traue ich es Nintendo zu. Ja, das ist das Schlimme. Weil ich meine, genau das Mario Allstars, ja. Lass uns mal nicht vergessen, also so geldgeil, beziehungsweise so wenig Mühe gibt sich Nintendo jetzt ja nicht, okay? Also komm. Doch. Also okay. Wenn Allstars, also, dann wird das wahrscheinlich so kommen. Und wenn nicht, dann in einzelne Spiele. Ja, also Skater, ich muss nicht sagen, klar, Nintendo ist nicht so geldgeil, klar. Aber bei Jubiläen, Jubiläen, heißt das so, keine Ahnung. Das sieht man sowieso. Die einzigsten Jubiläen, die gefeiert werden, sind halt einmal das 30. Jubiläum von Mario mit Mario Maker. Ich glaube, von Zelda gab es mal Musical und alles andere wurde ignoriert. Metroid, ja, scheißegal, Jubiläen gibt's da gar nicht. F-Zero und sowas, klar, das sind alles alte Sachen, aber Mario auch nur das 30. groß gefeiert. Warum sollten die jetzt die 35? Guckt mal, wir haben jetzt alles remake, guckt euch das an. Kirby haben sie auch gemacht. Ja, Smash the Claudia feiert doch bald ein Jubiläum, oder nicht? Das weiß ich nicht. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber wenn ihr denkt, dass ihr die bei Galaxy jetzt zum Beispiel so viel ändern werden und das nochmal komplett neu machen werden irgendwie, ja, wie auch immer. Nein, Galaxy sieht ja so gut aus, wie es ist, wenn das jetzt noch 1080p ist, dann würde das mir voll reichen. So. Es gibt ja auch so, keine Ahnung, ROM-Hacks, oder? Sind das ROM-Hacks? Ich weiß nicht, ob das ROM-Hacks sind, aber man kann I don't know. Auf jeden Fall kann man ja Dings irgendwie so sich so Hacks installieren, dass halt Galaxy so Texture Packs so, ne? Dass Galaxy halt, keine Ahnung, bessere Auflösung hat. Oder ja, detailliertere Grafiken. Ich weiß, was du meinst, dass Textures halt einfach angepasst sind an. Dass man es halt einfach überarbeitet, genau. Dass es halt nicht so ist, so ein Pixelbrei auf der Switch dann ist. Und es dann trotzdem noch, man sagen könnte, ja, okay, gut, das hätte so auf der Switch rauskommen können, maybe. Aber. Also ja, ich kann verstehen, was du meinst. Das Problem, was du immer hast beim Hochskalieren bei diversen Spielen, ist ja, dass die ganzen Schaltflächen und die ganzen Texturen verschwommen sind
weil es halt einfach zu niedrige Auflösungen sind, um halt dementsprechend HD auszusehen. Das ist natürlich klar, dass sie das machen werden. Ich meine, stell dir mal vor, die würden dann einfach, keine Ahnung, steht oben die Zahl der Leben, 35, und das sieht dann absolut hässlich aus. Das würden die nicht machen. Das wäre widerlich. Aber was auch absolut hässlich aussieht, wenn die nur die Texturen ändern, aber alle Models und die Beleuchtung und alles noch gleich bleiben, nur die Texturen hochskaliert sind. Aber die Models bei Mario Galaxy jetzt gerade, das geht ja klar. Ich meine tatsächlich nicht hochskalieren, sondern dass man wirklich die Grafiken im Spiel, zum Beispiel von Mario, dass man das so überarbeitet, dass man das in einer höheren Auflösung nochmal modelliert alles. Und das wäre auch, glaube ich, gar nicht mal so viel Arbeit. Also jedenfalls nicht für Nintendo. Ich meine, das ist eine große Firma. Und dass es dann halt einfach ein guter Grafik auf die Switch passt. So, wisst ihr, was ich meine? Oder? Vielleicht haben sie das ja schon längst gemacht. Ich weiß ja nicht, wie die in Nvidia Shield Version aussieht. Ich meine, für mich sieht das aus, als hätten sie es einfach nur hochskaliert. Und das ist halt trotzdem noch schön, ne? Bin ich halt der Meinung. Ja. Ob sie die Texturen schon gearbeitet neu gemacht haben, kann ja gut sein. Ich weiß es nicht. Es wäre aber schon lame, wenn die einfach Mario Galaxy von Nvidia Shield einfach auf die Switch porten. Wäre lustig, aber fragwürdig. Ja. Aber Zeit gespart, natürlich. Ja. Aber was macht... Schön Mario Series. Was ist mit Sunshine? Sunshine habe ich noch nie gespielt. Selbst wenn ich es gespielt hätte, würde ich da wahrscheinlich ja sagen. Okay. Aber auch nur, wenn es ein Remake ist. Tatsächlich könnte man bei Sunshine sehr, sehr viel verändern. Das auch, weil die meisten mögen Sunshine nicht wirklich, weil es halt... Der Anfang vom Spiel ist cool. Ich habe es auch gespielt und ich klinge wahrscheinlich gerade wie der Rest des Internets, aber... Sunshine ist halt so, der Anfang ist nice und dann wird's immer nerviger und die Missionen werden immer ziehen sich immer länger und funktionieren immer weniger und sowas. Und das könnte man dann halt wirklich noch ausbessern. Das ist dann halt. Mann, die Physik. Führt. Bitte die Physik. Ja, bitte. Oh mein Ganze Gott. Letzte Welt nochmal neu machen. Ja. Das ist auf einmal so eine komplett andere Welt einfach. Ja, wie hieß denn nochmal dieses Vulkan? Hieß das nicht Corona oder irgendwie? Das hieß Corona tatsächlich, ja. Nicht der Vulkan, der... dieses Palma. Colina Corona. Achso, ja. Der Vulkan hieß Colina Corona. Ich hab tatsächlich beim Hotel aufgehört zu spielen. Bei der Hotelwelt. Ja. Corona mit K. Okay. Cool. Tja. Ibi! Also Outsiders wird auf keinen Fall kommen, so. My opinion. Denke ich auch. Outsiders 2 kommt nicht. Ich würde nicht mal verstehen, warum Nintendo jetzt so sagen würde. Ich kann mir vorstellen, dass die auf ihr SNES Online, dass die da Mario Outsiders hochtun, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich würde nicht verstehen, wieso Nintendo das 35. Jubiläum einfach so instant feiert, aber das 10. ignoriert, das 20. ignoriert, beim 25. Mario All-Stars fürs SNES einfach rüberportet, für die Wii, dann das 30. feiert, das 35. Das macht doch keinen Sinn, dass die nur manchmal was feiern, so, und dann, ich würde es nicht verstehen. Ja, aber ich meine, ja, das ist halt, keine Ahnung, braucht man auch wirklich einen Anlass, um das zu releasen? Kann man nicht auch einfach sagen, yo. Ja, sich auch so. Man braucht doch keinen Anlass dafür. Man braucht keinen Anlass. Man muss einfach sagen, yo, lass das jetzt mal auf die Switch bringen. Und ja, das war's. kein komisches Jubiläum da drum aufbauen. Ja. Und, was ich an den Leaks trotzdem komisch finde, wir haben Galaxy Sunshine 64 und 3D World. Aber irgendwie stößt es mir richtig auf. Ich meine, wenn sie schon Galaxy bringen, wo ist dann der zweite in den Leaks? So, ich kann mir nicht vorstellen, dass Galaxy nicht drin. Den zweiten bringt. Doch, das ist doch zusammengepackt. Mal Galaxy 1 und 2. Ach, so, das ist in einem Pack. Das kann doch niemals schon real sein. Das ist doch niemals. Das sind ja dann 5 große 3D-Ableger. Ne, 3D-World? 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 Nee, ich bin raus. Unrealistisch. Podcast beenden. Das war der Podcast. Leute, beendet eure Aufnahme. Abonniert alle Tanzverb. Diese Leaks, das ist doch, aber diese Spiele variieren doch trotzdem. Es ist doch nicht safe, was da für Spiele schon drin sind. Mm-mm. Also manchmal steht manchmal drin Mario 65, Sunshine, Galaxy 1 und 2. Dann steht da 64, Sunshine, Galaxy 1 und 2, 3D World. Dann steht da aber auch manchmal Mario 64, Sunshine, Galaxy 1 und 2 und ein Paper Mario. Genau, das mit dem Paper Mario, das haben die auch bei Gaming Clerks gesagt. Ja. Dass das wahrscheinlich ist, dass...
ist ja absolut also gar nicht wahrscheinlich. Würde ich auch nicht verstehen. Wenn die Paper Mario, wenn die das remaken würden, wäre ultra geil. Ja, aber doch nicht in so einer All-Stars Collection. Da passt doch Paper Mario gar nicht rein. Paper Mario passt überhaupt nicht rein. Paper Mario ist ein komplett anderes Universum. Für mich jedenfalls. Was ich mir immer vorstellen könnte, dass die, keine Ahnung, Paper Mario All-Stars machen. Na, aber das, ja, als, die können ja nicht von jeder Scheiße auf einmal die, weil die Spiele zu groß sind. Keine Ahnung, so, Junge, dann gibt's noch Virtual Boy All-Stars Collection. Virtual Boy Zelda All-Stars, 20 Titel. Ja, ui, 20 Titel. Nee, aber ich würde ein bisschen, ich würde es nicht. Aber wenn die das machen, würde ich sogar ohne Remake so zufrieden sein, tatsächlich. Also 3D World soll ja entweder dabei sein oder halt als Deluxe-Version veröffentlicht werden. 3D World kommt sowieso auf die Switch an. Das ist klar. Irgendwann wird das passieren, aber wie? Es wird aber dann ein Port sein und nicht eine All-Stars Edition, muss das tatsächlich sein. Also ja, es wird halt einfach wie Mario Kart Deluxe sein. Port mit dem Inhalt. Ja, und dann kann man noch zwei Charaktere mehr spielen mit Spielwert und so. Nee, Mario 3D World kommt nicht. Also Nintendo Land wäre mal echt geil. Aufhören so frech zu sein. Hey, Pikmin sollte mal auf die Switch geportet werden, finde ich. Ist Hey Pikmin der erste Teil? Sag mal, willst du mir den Buckel runterrutschen oder was? Oder welcher Teil war das? Ich habe gerade vergessen, welcher Teil hey, das ist. Dieser 3DS der erste Teil. Hey Pikmin ist der erste Teil. Easy. Hey, ja, keine Ahnung, der hieß der nicht so, oder? Wenn der auf die Switch kommt, dann fresse ich einen Besen darauf. Kannst du Gift nehmen, sage ich dir nicht. Hey, kannst du jetzt mal aufhören mit deiner Kacke, Alter? Ich hab dir gesagt, das wird hier in der Aufnahme nicht gemacht, diese Sprache. Okay, ich sehe, das war der 3DS-Teil, es tut mir sehr leid. Vielleicht kommt ja Pikmin 4. Vielleicht haben wir uns alle geprankt, Leaks und Pikmin 4 kommt einfach raus. Pikmin 4 wird nie kommen, nie. Genau, und dann wird verkündet, wir machen nie wieder ein Spiel. Gib Ruhe. Gut. Das ist wenig für Metroid. Ja. Hä, das kommt ja sowas von, das ist so angekündigt. Metroid Prime 1, 2, 3, das kann ich mir realistisch auf der Switch vorstellen, tatsächlich. Nochmal eine Trilogie. Ja. Kann ich mir vorstellen. Was würdet ihr denn sagen, was so für Spiele kommen würden? So. In der All-Stars Collection? Ja. Okay, also ich würde es tatsächlich ziemlich cool finden, wenn es da, also auf jeden Fall Mario 64 und Mario Sunshine kann ich mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, weil obwohl Mario 64 wurde ja schon mal geremaked, aber auf dem DS und es war nicht so nice. Das darüber reden wir doch. Naja, okay, also es war. Ich mochte es tatsächlich, aber es war jetzt nicht das Remake, was sich alle gewünscht haben, sagen wir mal so. Also ich muss sagen, ich habe Mario 64 DS vor Mario 64 gespielt. Mal abgesehen davon. Ich auch. Habe ich Mario 64 noch nie gespielt, muss ich mal nebenbei so sagen. Ich fand den DS-Teil, der war meiner Meinung nach ein gut, aber der glaube ich am meisten gehasst, weil halt einfach mit dem Steuerkreuz gesteuert wird und nicht mit dem Joystick. Ja, das war glaube ich. Immer man auf diese Idee kam. Ja, ich verstehe das auch nicht. Warum hat man das? Ich verstehe auch nicht, warum generell man beim DS das Dings entfernt hat. Ist das nicht die einzige Konsole von Nintendo, die diesen fucking Stick nicht hat? Oder nee, das NES hat noch keinen. Ja, okay, gut. Das ist jetzt auch nicht. Ja, okay, diese ganzen alten Game Konsolen, Boy. Aber die hatten das so lange, ne? Viele haben das nicht, aber... Das war eine dumme Aussage. Leute, ihr könnt doch 360 Grad mit dem Touchscreen laufen. Hi, bei 64. Hey, ja, das geht wirklich schief. Ich weiß, dass es geht. Ja, aber wer macht das denn nicht? Das habe ich immer gemacht. Währenddessen dann so, keine Ahnung, so mit einer Hand den DS festhalten, am besten so ein XL noch und dann so ein Dreiersprung mit dem Laufen oder mit dem... Oh, und dieser Stick, der war immer so zugekaut, weil man das kleine Kind so ein Autist war und darauf rumgekaut hat. Niemand hat den zugekaut, was ist los mit dir? Ich hab den verloren. Als ob du den nicht... Ja, verloren auch, aber ich hab da drauf auch... Also irgendwer hat da drauf rumgekaut, ich weiß nicht mehr, ob ich das war oder irgendwer anders. Dieses Display... Und dann und das Display war komplett zerkratzt immer bei den Mario Party Minigames, wo man dann so, da so, keine Ahnung, so eine Gurke schneiden musste und dass man dann die ganze Zeit so rubbeln musste. Dieses Geländer runterrutschen mit dem Platz. Ja! Oh mein Gott! Ich hasse es, mein ganzer DS war komplett, Es gab da so eine Folie für, aber die hatte ich nie, weil die erst später, kann die nicht erst später raus sogar? Und dann dachte ich mir, ja toll, mein DS-Bildschirm ist jetzt schon komplett demoliert, was soll ich jetzt noch mit der Folie? Leute, wisch die Blätter weg und wenn die Marienkäfer kommen, musst du ganz viel rubbeln, wenn die Biene kommt, dann nicht, ja? Dann pass auf. Scheiße, wenn die Biene kommt. Oh mein Gott, die Biene. Und deswegen habe ich mein DS verkauft. So, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn All-Stars kommt, dann die Prost-Teile, die New-Prost-Teile-Dinger.
Was? Ja, das war ja damals auch so. Also, niemals. Wenn dann, das wäre ultra-wack. Ich hab sowieso. Über 3D-Mario. Ja. Ey, warum sollten denn die New Super Mario Bros. Teile sein? Damals waren es ja auch nur die 2D-Teile. Ja, weil sie halt das stimmt. Aber das lohnt sich, was lohnt sich denn, ein Mario All-Stars zu machen, wenn viermal das gleiche Spiel dabei ist? Ja. Ey, ganz im Ernst, sorry, aber Mario, New Super Mario Bros. DS ist das einzig wirklich das gute Mario. Alter, stell dir vor, das kommt auf die Switch. Oh mein Gott. Und das Remake, Alter, Banger. Nee, Alter. Oder einfach, Leute, einfach ein neuer Teil, der dann einfach aber trotzdem so viel Charme hat wie der. Ich verstehe nicht, warum man... Ich weiß nicht wieso, aber sie haben es wirklich geschafft, diesen einen Teil mega nice zu machen und die anderen Teile einfach so komplett gleich und langweilig zu halten. Das Problem ist einfach, dass es keinen Sinn machen würde, den All-Stars darüber zu machen, weil Mario Maker... Ja, stimmt. Ja, auch. Ja, ja, genau. Obwohl, man kann Mario Maker gar nicht so Mario, gut nachbauen. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Man könnte sagen, Mario Maker ist das All-Stars, das wir schon immer haben wollten, so, keine Ahnung. Mario Maker in All-Stars drin, lol. Ja. Mario Maker All-Stars 1 und 2, oh mein Gott. Das wäre so ein Troll. Ja. Das Bundle-Pack. Mario Maker 1 plus 2. Oh mein Gott, und drei. Wusstet ihr, das war. Mario Maker 1 hattet plus ihr noch, 2. Hattet ihr noch. Und plus 3DS-Version. Wusstet ihr, dass es eine 3DS-Version von Mario Maker gab? Ich hab das komplett vergessen. Ich wollte immer Mario Maker haben, aber ich hab mir gedacht, oh, könnt ihr das nicht auf den 3DS bringen? Aber es gab's immer für den 3DS und dann war ich so, was? Aber da gab's keinen Online-Modus. So richtig dämlich, es gab keinen Online-Modus. Okay, dann weiß ich, warum ich mir das nicht geholt habe. Ich glaube, dann hab ich mir das sogar angesehen. Wenn Splatoon 3 gehabt. Rauskommt, dann einfach eine Splatoon-Trilogie mit 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Oh mein Gott. Höhle, pack du einfach Mario Kart All-Stars. Weißt du, ihr Leute, die das jetzt zuhören, ne, ihr lacht jetzt alle, ne? Aber ihr würdet einen Freudensprung machen, eure Füße zusammenklatschen, wenn die Smash Bros. Ankündigen. Also halt eine alle Versionen und sowas. Ja, Smash Bros. Ist einfach ein Remake von den ganzen Teilen so. Man ja. muss tatsächlich sagen, es gibt tatsächlich ziemlich, das hat mir ein Kumpel letztens erklärt, es gibt tatsächlich ziemlich viele Unterkategorien von Fan-Communities so bei Smash Bros. Zum Beispiel. Es gibt tatsächlich noch Turniere, auf denen man Smash 64 noch spielt. Ja, ja, ja. Weil das Gameplay da noch irgendwie so anders sein soll. Und in Melee, da soll es irgendwie sein, dass es da so ultra... Das heißt Melee. Melee. Nee, dass da das schnellste Smash Bros. Sein soll. Und hat so solche Kleinigkeiten, so keine Ahnung. Für mich ist das auch alles dasselbe Game, aber wenn man da Unterschiede erkennen kann, dann okay. Wenn aber du ein schnelles Smash Bros. Spielen willst, dann mach doch einfach eine Runde mit Little Mac Only. Ja. Okay. Gut. Fucking Little Mac. Das war mein Main auf dem 3DS. Ich hab das 3DS nicht viel gespielt. Es ist mein Main. Stellt euch mal vor. Mein Gott, als ob das dein Main ist. Okay. Stellt euch mal vor, weil das könnte ich mir dann doch noch vorstellen. Statt die 3D-Marios zu remaken oder als Bundle, als All-Stars zu veröffentlichen oder die New Super Mario Bros. Teile, machen sie einfach ein All-Stars-Remake und packen Mario Bros., Mario Bros. 2, Mario Bros. 3 und New Super Mario Bros. Und Mario Bros. All-Stars. Was? Nein, The Lost Levels. Was? und The Lost Levels alle zusammen in ein Pack, aber geremaked. Mario Bros. All-Stars, also Mario Bros. 1, Mario Bros. 2, Mario Bros. 3 plus Mario All-Stars. Das Mario All-Stars, Alter. Das ist so eine Inception, so. 1, 2, 3, All-Stars-Packs, dann noch so ein All-Stars-Pack und da sind aber dieselben Spiele wieder drin. Und nochmal so ein All-Stars-Pack und dann kannst du da drinne nochmal das All-Stars-Pack spielen. Ja. Krasse Scheiße. Das ist so cool. Nee, aber das kann ich mir vorstellen, dass da einfach All-Stars geremaked wird und auch New Super Mario Bros. Drin ist, so. Vielleicht. Haben wir überhaupt schon die Möglichkeit erwähnt, dass es vielleicht überhaupt kein All-Stars ist, so dass die einfach einzeln released werden und jeder so einzeln behandelt wird? Also zum Beispiel ja. Mario 64 wird halt neu gemacht und Sunshine vielleicht neu und... Ja, ja, doch, das, irgendwie hatten wir das doch erwähnt, oder nicht? Das Nintendo, ja, das hat David, glaube ich, gesagt, oder? Ja, genau. Aber das wäre halt auch eine Möglichkeit, so, aber... Ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie super schwer vor. Ja, ich weiß auch nicht. Remake. Ich weiß echt nicht, wie man das umsetzen soll. So, keine Ahnung. Also ich meine, es lässt sich safe umsetzen, ja natürlich, aber ich meine, es würde sich doch gar nicht lohnen wahrscheinlich. Mario 64 ist, my opinion,
so ein schlecht gealtertes Spiel. Das ist so. Die Level sind auch so komisch baukastenmäßig aufgebaut. Ich glaube nicht, dass die ein Remake raushauen würden. Das ist so schlecht gealtert. Da bringt auch ein Remake nichts. Ein Remake wird dann Sinn ergeben, in so einem Fall. Als ich Mario 64 DS das erste Mal gespielt habe, so, da dachte ich mir schon so, ja, hä? Die Welten sind eigentlich. Ich finde die Welten tatsächlich schön, muss ich sagen. Was? Für mich war, als ich Mario 64 auf dem DS gespielt habe, dachte ich mir die ganze Zeit, Alter. Nur die erste Welt ist auf dem Boden gebaut und sonst die meisten Welten sind einfach schwebende Inseln in der Luft. Das fand ich voll hässlich. Die Endwelten sind wirklich ein bisschen fragwürdig. Das ist wirklich einfach nur noch. Nicht nur die Endwelt, die zweite Welt ist schon eine Insel in der Luft. Aber wir haben jetzt mal ganz ehrlich reden müssen über die Offenheit von Mario 64. Mario 64 ist eigentlich so von wie du schon sagst, ein Baukasten. Wenn man sich von außen betrachtet, ist Sunshine eigentlich das Open-World-dickste Mario 3D-Abenteuer. Nein, Odyssey. Odyssey existiert jetzt nicht bei dem Gespräch, okay? Gut, okay, danke schön. Tut mir leid. Ja, Odyssey, Leute, existiert nicht. Also, mal abgesehen von Odyssey, aber ich meine. Aber ich meine. Ihr könnt auf eure Switch, Switch gucken, da gibt's kein Odyssey. In 64, wenn du jetzt von Weitem darauf betrachtest, auf die Welt betrachtest, ist es eigentlich ja immer diese Baukasten, ich würde schon fast sagen, Captain Toad's Treasure Tracker. Ne, so. Weißt du, was ich meine? So, du hast einfach so diesen also Baukasten. Es gibt die tatsächlich. Warte ganz kurz. Tatsächlich ist Captain Toad's Treasure Tracker sogar noch mehr eine harmonische Welt als Mario 64. Bin ich aber auch dafür. Tatsächlich auch, meine Meinung. Ich finde es gut, dass Nintendo sich selbst nicht ernst nimmt und diese Mario 64 Welt aus Odyssey einfach auch als eine schwebende Insel irgendwie. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Ja. Naja, aber ich finde, wenn man da jetzt so einen wirklichen Remake wirklich machen würde, oder was ist der Unterschied nochmal zwischen Remake und Remastered? Ich vergesse das immer wieder. Remastered ist, glaube ich, nur Texturen tauschen. Remake ist das Spiel von vorne bis hinten zu überarbeiten. Ah, okay, gut. Ja, dann war Remake schon richtig. Minecraft hat nie Remakes. Ich immer so ein Minecraft-Remake. Vorher der Minecraft 2, Leute. Jetzt mit Kreisen und Kugeln. Crash Bandicoot einfach nur ein Remastered ist, obwohl es halt absolut nicht so ist. Es gibt es gibt Minecraft Bedrock Edition und Minecraft Windows Edition jetzt. Wir haben ja schon in Mario Galaxy 2 gesehen, wie Mario 64 Remake aussehen könnte. Das wird halt absolut komisch. Gibt es in diesen Remakes dann von Minecraft irgendwie das fünfte Element? Fünfte Element, Alter. Oh mein Gott. Das hört sich nicht nach einem Minecraft-Remake an, das hört sich nach einem Avatar-Remake an. Den check ich nicht. Fünfte Element. So, jetzt gibt's das fünfte Element erfunden. Haben wir noch irgendwie einen Themenpunkt, den wir nicht angesprochen haben? Iron Man. Der Avatar, Herr der fünfte Element. Oh Mann, Alter. Iron Man ist Avatar. Fucking Iron Man. Haben wir irgendwas noch nicht angesprochen, irgendeinen Themenpunkt noch nicht? Ich meine, okay, Miyamoto, wie er zwischen zwei Sandwich-Scheiben spricht, das können wir mal getrost ignorieren, denke ich mal. Nee, ich möchte das eigentlich schon gerne geklärt haben. Viel Spaß. Können wir über Smash Bros. Reden? Wir können ja noch mehr darüber reden, wie schlecht diese. wie schlecht die alten 3D-Marios gealtert sind. Super Mario Sunshine, ein Spiel, welches damals relativ. Wie war es nochmal? Es ist du halt wirklich. Den Text nicht? Scheiße, kein Text nicht. Also, ich muss tatsächlich sagen, also, ich finde jedes Mario-Game damals hatte noch irgendwo seinen Charme so. Aber ich finde halt, manche Spielmechaniken so, die sind halt heute. Die stören einfach heute viel zu sehr. Akito Ken? So, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Wenn wir schon bei Unpopular Opinions sind, Mario Bros. 2 ist vielleicht kein gutes Spiel objektiv, aber ich fühle damit sehr viel Nostalgie, weil es. Hä, ich mag das auch total, ey. Ich will ein neues Mario Bros. 2. Halt nur weil es vor allem an Mario Bros. DS ähnelt. So. Und nicht an Wii oder so, weil Wii scheiße ist. Mario Bros. 2. Ah, meinst du jetzt den 3D-Ableger? Also ich fand das Ableger? Ja, New. Also Mario Bros. 2. Boah, weißt du, New. Gags, was sagst du? Das sagst du jetzt nein. Nur. Ich dachte, du machst jetzt SMB 2. Nein. Sagst du jetzt nur, weil du die 100% da nicht versucht hast. Hä? Ich hab keine 9 Millionen 9.900.
Ne? Lass es raus. Ich hab nur 1 Million Münzen gesammelt. Aber ich habe auch nicht so viele gesammelt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ich will diese Münzen sammeln. So nach 10 Minuten hatte ich keinen Bock mehr. Ja, aber ich fand... ein unglaubliches Scheißspiel. Objektiv ist es ein schlechtes Spiel, aber ich fühle damit Nostalgie, weil ich eben den DS-Teil so sehr mag. Ich auch. Ich finde es auch immer so schwer zu sagen, so ja, das ist ein schlechtes Spiel und das ist ein gutes Spiel. Ich finde auch, dass Mario... ich meine, ich hatte meinen Spaß mit Mario Bros. 2, aber... Und jetzt zu sagen, das ist komplett Trash, das wäre wahrscheinlich auch kacke gesagt. Es hat aber wirklich Schwächen, muss man sagen, so. Aber man muss schon sagen, Mario Bros. 2, also New Super Mario Bros. 2 hat sich ja mehr getraut als Mario Bros. U. Weil ich meine, wir hatten Gegner in Mario Bros. 2, die aus Super Mario World gekommen sind, ne? Ich mein, ja, wow, schön, danke schön. Wow. Ich brauch die nicht in jeder Welt. Ein Mario Dino, 2, Dino, 3, Dino, 4, Dino, 5, Dino, 6, Dino, das war so ein Scheiß. Alter. Okay, nee, wir hatten, ja. Ich wollte gerade einen nicht kinderfreundlichen Witz bringen. Reden wir weiter. Ich möchte eine. Raping? Chilled? Ich vermisse dieses. Du gehst da irgendwo her. Also aus Mario Bros. 2, also New Super Mario Bros. 2. Das hätte ich gerne wieder. Irgendwie in Mario Maker zum Beispiel. Das wäre super toll gewesen. Ich möchte Mario Bros. 2 in Mario Maker endlich drin haben. Und zwar, wenn du irgendwie irgendwo hingehst, wo irgendwie eine Lücke ist oder so und du denkst, so, das ist auffällig, dann gehst du da hin und auf einmal tauchen irgendwo Münzen auf. Das mochte ich. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Naja, diese kleinen Secrets immer, ja. Meinst du in Mario Bros. 2 jetzt? Ja, wo du irgendwie zu irgendwelchen, keine Ahnung, einem kleinen Örtchen gegangen bist, wo du denkst, ich kann nicht mehr reden, wo du dir so, ich weiß absolut, was du meinst. Ohne dir so nach. Ich auch, Gags, ich stimme, der kommt dazu in jedem Punkt. Wie bei dieser Wolke so, aus Yoshi's Island. So, man geht da so hin und auf einmal taucht diese Wolke auf. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Und sowas wäre halt cool im Mario Maker, dass du solche Trigger da irgendwie einbauen kannst, dass damit irgendwie so Münzen spawnen. Das wäre toll. Mario Maker. Der war das. Was war nochmal das Thema vom Podcast? Was zur Hölle? Super Mario Sunshine. Ob Mario Kart Remakes Sinn macht? Können wir das? Ich weiß gar nicht. Mario Kart, ich meine, wie soll Coini diesen Podcast jetzt nennen? So? Hä? Mario ist das. Mario ist das. Findet ihr es nicht auch komisch, dass seit langem kein F-Zero mehr kam? Ich meine, jetzt mal vom Anfang der Serie betrachtet. So auf dem NES jetzt. Ja. Und dann mit Metroid vor allem. Bei Metroid. Pikmin. Pokémon. Alter, warum gibt's keine Remakes? Nintendo, was soll das denn? Neue Leaks, Mario Allstars mit 20 Spielen und dann am Ende so Mario Party und Mario Kart einfach so Arsch. Machen wir eigentlich Mario Party Remakes hin? Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Es machen nur neue Mario Partys mit vielleicht überarbeiteten Minigames aus älteren Teilen. Alter, wenn ich jetzt ein altes Mario Party Remake werden, wäre es ja so faul. Wenn ich ein Mario Party DS Remake bekomme, dann flippe ich aus. Ohne Witz, das ist super. Warum hat Mario Party 8 so komische realistische Texturen? Ja, es ist gab doch echt so. Es gab Mario Party Top 100. Ja, aber das ist ja nur da die. Da gab's nichts vom DS. Das waren alles so Hauptteile mit den Zahlen in den Titeln, aber keine DS-Spiele. Luigi, meinst du Mario Party 8? Ja. Okay, warte. Sieht richtig komisch aus teilweise. Das ist echt weird. Ja, vor allem diese Koopa-Stadt da. Ist richtig schlecht gealtert jetzt. Mario Party 8 ist ein schlechtes Spiel. Ist ziemlich nice. Nein, so ist absolut schlecht. Das ist der Untergang der Mario Party-Serie. Bis Mario Party 9 rauskam. Und Mario Party 9 hat alles besser gemacht. Was ist los mit dir? Übertreib halt gleich, komm. Die neuen Mario Party Teile besser finden als die alten. 9 und 10 sind besser als 8. 9 und 10? Nein, das hat er nicht gesagt. Mario Party 9 und 10 sind halt sowas von gute Spiele. My Opinion. Was ist los mit dir? Ende. Nee, sorry, aber... In D-Cube macht er einfach nichts falsch. In D-Cube macht er alles falsch. Absolut alles. 9 und 10 sind gute Spiele! Kuro, halt deinen Mund schon! 9 und 10 sind gute Spiele! Wo bin ich denn hier gelandet? Absolut, du Wichser! In welchen Kreisen bin ich denn hier gelandet? Ich hatte keine Ahnung! Ich dachte, wir sind hier unter gesitteten Leuten, aber anscheinend ja nicht! Hurensohn, ich hau dir auf die Fresse! Halt deine Fresse, Alter Junge! Halt deine mit der Mario Party!
Mit der Mario Party 9 und 10 Fetisch. Also, wissen auf jeden Fall alle. Mario Party 9 und 10 sind gute Spiele. Mario Party Advance. Mario Party Advance ist einfach der beste Teil der ganzen Reihe. Okay. Ist auch ein wisst guter was? Teil, ja. Mario Party 9 kann ich wirklich vielleicht sogar noch irgendwo verstehen, weil es sich von den anderen Mario Partys vielleicht mal abhebt. 10 ist einfach. Aber nein, 10 ist 10 besser als 9. Ja, Junge, was ist mit dir los, Alter? Ich bin Alter, halt einfach, es sind gute Spiele, auch wenn sie die alten Normen nicht verfolgen, genau. Sind es trotzdem gute Spiele. Super auch so. Mario Party. Sie machen trotzdem Spaß. Über Super Mario Party reden wir nicht. Auch nicht über Star Rush und auch nicht über dieses Island Tour. Darüber reden wir nicht. Party, das ist auch nicht dieses Island Tour. Ich will Super Mario Party in dem Bett von meiner Schwester spielen. Was? Erstmal unter der Bettdecke spielen. Das habe ich so nicht gesagt. Hey, du bist es unter dem Bett. Okay, Gags, alles klar. Es wird ich genommen, obwohl ich absolut Keule damit habe. Okay, Gags. Das finde ich aber sehr komisch. So. Warte mal kurz. Machen Mario Party. Wir nehmen gerade auf, ja? Was ist? Ist Inzest eigentlich? Ja. Ja, würde. Bevor es dunkel wird. Okay. Gut, wer ist diese Susan? Wenn eure Freundin einen Penis hätte, würdet ihr sie dann noch lieben? Ja, darüber können wir gerne einen Podcast machen. Das war ja meine Sache. Ich würde darüber ihren Schwanz hart blauen. Können wir darüber bitte keinen Podcast machen? Bitte schon. Der bitte? Coincast, der geht schon richtig hart. Du hast jetzt das Thema angeschnitten, könntest du bitte noch ein bisschen weiter aus. Also, okay, wir können gerne noch ein bisschen. Wenn ein Mädchen, das ich liebe. Okay, alles gut. Gut, okay. Können wir bitte. Ja, und Leute, Mario Allstars, was sagt ihr so? Hä, hey, Mario Allstars, hä, finde ich total gut. Hä? Lass uns darüber mal einen Podcast machen, jetzt mal ohne Witz. Mann, ich würde es feiern, stimmt. Aber es ist unrealistisch. Also, ich fand das Thema heute nice, aber lass doch mal ein Thema zu Mario Allstars machen. Ja, also so eine Metroid Collection wäre halt nice, aber ich. Machen ja, ich Metroid eigentlich Remake Sinn? Ich weiß, was du meinst. Ich finde Resident Evil eigentlich auch ziemlich cool. Also ich finde, da sollte man auch mal ein Äußeres raus. Ja, stimmt. Resident, wie findet ihr den dritten Teil remaked? Von was jetzt? Wir haben jetzt über meinst fünf verschiedene Genres geredet. Meinst du Zelda 3? Meinst du Link to the Past? Also hier Between Worlds? Nein, oh, Link to the Past. Card. No, ganz kurz. Link to the Past für ein NES ist ja SNES, meine ich. Ist ja so ein gut gealtertes Game, holy shit. Mhm. Oh mein Gott, das sieht da ultra nice aus sogar noch. 64. Ja. Ist ja ultra nice. Tja, ne? Das, aber Ocarina of Time ist halt kein gutes Spiel, ne? Deswegen. Also. Wer war das? Wer war das? Sah das? Ja, du. War das die Angel? Gut, Freunde. Guckt bei Korumpels Best-of-Kanal vorbei. Der macht ganz lustige Best-ofs über Link's Awakening, habe ich gehört. Auf jeden Fall. Lukichi halt's macht Hate-Videos über Endy. Nein, ich will nicht verlinkt werden. Und schon. Und Skrater. Skrater. Komm ich in die erste Zeile der Beschreibung, bitte. Skrater kennt man ja als den Animationskönig und der gerne von Musician klaut. Halt deine Fresse, Junge! Ich muss diesen Bastard immer noch verklagen, okay? Ich werde den verklagen, Junge. Musician, wenn du das hier siehst, ja? Ganz im Ernst, auf dem Kinderspielplatz neben dem Rewe, ja? Da, wo immer dieser alte, seltsame Mann sitzt, da, ja? Hey, ohne Tränen, wo Johnny Boomer, wer zuerst weint, das stimmt. Den meine ich doch. So, da, wer zuerst ohne Tränen, wer zuerst weint, verliert, okay? Da werden wir dann ein für alle mal klären, wer von wem geklaut hat. Gut, Herr Maschiere. Gut. Und der liebe Gags, der war auch dabei, habe ich gehört. Aber der ist eigentlich gar nicht dabei gewesen. Unterstützt mich auf Patreon. Genau. Ja, vielen Dank an die vier Leute, die ich absolut nicht dazu gezwungen habe, hier damit zu machen. Ruf die Polizei, Leute, bitte. Und wenn ihr 5 Likes gebt, kommt das nächste Mal ein Behinderter im Rollstuhl sitzen damit. Wenn ihr liked, dann bekommt ein Kind in wenn ihr liked, dann bekommt ein Kind in Afrika wieder was zu essen. Wie witzig, wäre einfach Sarkul in so einem Podcast mit dabei. Das wäre so 10 witzig. Likes ist Sarkul das nächste Mal dabei. Ich habe wirklich mal so ein Format im Kopf gehabt, so dass ich so denke, einfach im Podcast zu zweit, ich und Sarkul einfach trollen. Das wäre so witzig. Also halt nicht wirklich trollen, also ich nehm's natürlich nicht ernst, aber es wäre saulustig, so einfach mit Sarkul über irgendwelche Themen zu reden. Das Problem ist, dass Sarkul das N-Wort die ganze Zeit sagen würde, das ist halt so dieser Teller.
Ja, ach, Nutella, Megakopf. Genau. Nutella? Leute, das sind doch diese kleinen, ja, diese das Dickmann. Sagt er, sagt nicht so, okay. Das sagt der Skrater, der, ne, Children. Achso, ja, ja, genau. Nutshell. Das ist ein sehr, ja, Conny, du wolltest den Podcast wenn ich, beenden. Wenn ich jetzt gerade nochmal, wenn wir gerade nochmal über das N-Wort reden, ne? Sagt ihr Negerküsse oder sagt ihr Dickmanns? Können wir bitte nicht über das N-Wort reden? Mornköpf, okay. Sagt Sakul wirklich das N-Wort im Discord-Tag? Der hat das einfach so komplett random gesagt, so. Keine Ahnung, was soll das denn? Auf einmal sagt er so, Sakul ist ein Bastard, der macht das. Deswegen sollten wir überlegen, wen wir in den Bundestag wählen wollen, ne? Ja, lass mal Sakul, ganz im Ernst, lass mal Sakul im Bundestag wählen, ja? Ganz im Ernst, das ist doch einfach, der setzt sich für Behinderte ein. Ich sehe schon, in zehn Jahren ist der Oberhaupt der Grüne, Sakul. In welchem Kontext verwendet ihr das Wort? Random. In gar keinem Kontext, wir haben random über irgendwas geredet und dann auf einmal droppt er das so und ich so, Sakul, was ist denn los mit dir, was soll das? Sind ja alle behindert. Nutella. Nutella. Du bist behindert. Und dann? Ach, also. Und dann? Und dann und dann? Und dann 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 und dann. Lustig. Und dann? Ja, und dann und dann und dann? Und was dann? Wolle habe Tour, was dann? Und dann? Also wollen wir nicht eigentlich den Podcast beenden? Wir wollen den Podcast beenden. Wir beenden jetzt also den Podcast. Also ich finde, Sonic Colors ist ja ganz gut gealtert für die Wii. Also das muss man jetzt nicht so Sonic Colors, ey, wenn ihr ein gutes Sonic Colors Let's Play sehen wollt, ne? Dann schaut bei Lu Let's Play Markus vorbei. Lukichi, wenn du nochmal lagst, dann verstehst du vielleicht. Sonic ist scheiße. Sonic ist halt absolut ekelhaft. So warum hab ich alle auf so hoher Lautstärke? Ich bin ja taub geworden gefühlt. Okay. Warum habe ich meinen PC auch auf so hoher Lautstärke? Ich schreie auch die ganze Zeit. So, Conny, kannst du jetzt beenden? Ich bin jetzt so. Leute, wie lange soll denn das noch gehen? Das hat ja gar nichts mehr mit irgendwas zu tun! Leute, wir müssen noch den Rauswerf-Song abspielen. You see? Rauswerf-Song? Was zum Fick ist der Rauswerf-Song? Der Rauswerf-Song, der spielt immer, wenn ein Livestream beendet wird. Straight up. Der Rauswerf-Song. Okay. Wenn ein Livestream beendet wird oder wenn mein Livestream beendet wird? Wenn dein Livestream beendet wird. Können wir Reise nach Jerusalem spielen, der als erstes rausgeht und so nach der Zeit gehen dann alle, bis der Letzte die Abmoderation macht. So. Okay. Was? Ich nehme das jetzt einfach mal aus irgendeinem Mund raus, ne? Ich werde jetzt einfach die Abmoderation machen, weil ich gemein bin und gerade Animal Crossing in meinen Händen halte. So. Schön, dass ihr dabei wart. Mega. Und wenn ihr ein Interview mit mir machen wollt, meldet euch bei mir unter Akul.lp. Passt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Bleiben, vielen Dank fürs Daheimbleiben. Merkt ihr das, wenn Conny alleine redet, dann geht's direkt daheim ohne Elan weiter so. Bis dann. Conny, Adam Hussein, aus Madagaskar. Conny, kannst du mal kurz ruhig sein? Wir versuchen hier gerade einen Podcast. Hä, absolut hier gerade. Ist das Bruno Banani? Können wir noch 5 Minuten gut machen, dann ist die Aufnahme eine Stunde lang. Nein, das reicht jetzt, Freunde. Als ob die Aufnahme schon eine Stunde lang ist. Da haben wir auf jeden Fall die Zeit des letzten Podcasts auf jeden Fall über Die schaffen die rote. Ich dachte, um ganz ehrlich zu sein, schon vor einer halben Stunde, dass der Podcast aufhört, aber ja, okay, ne? Gut, dann halt tschüssikowski. Schöner Podcast. Bis dann. Haut rein, haut eure Oma um. Also, Lottl ist ein Bastard. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war cringe. Tschüss. Mit V. Figaro. Axel Lord, Pikmin 4.